deine Justikaren auf und jetzt zieh! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Feind! Durch diesen Nebel sieht man ja überhaupt nichts. Was denn? Welche Unterlagen über das Schiff gehen. Ja. Das muss das Schiff sein, nachdem Samara gesucht hat. Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben oder uns erst ein wenig umsehen? Geben wir ihr den Namen und dann nichts wie weiter. Es gibt keine seriöse galaktische Partnervermittlung. Wer nur Romanze will, muss schon mit den Leuten reden. Ja. Ein paar Leute einsacken. Wenn Sie etwas haben, das die Justika... Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Die Normandie liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Okay. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Boom. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Noch nicht. Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber sie haben es geschafft. Zu dumm, dass diese Elnora entkommen ist. Aber die erwische ich schon noch. Zumindest ist sie dank ihnen auf der Flucht. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche.
Ich kann beweisen, dass Pitney vor roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Nice. Ja, da sind wir mal wieder am Ende angelangt. Ja, jetzt werden erstmal ein, zwei Tage Pause wieder sein. Damit ich mich bemühe, alles hochzuladen. Und dann sehen wir sie auch schon beim Ende von Mass Effect 2. Ich denke mal, das könnte man denn theoretisch in einem Rutsch durchziehen, wenn ich mir die Zeit dafür nochmal nehme. Aber das werde ich. Ist ja kein Problem. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Organische Schrotflinte freigeschaltet. Als Universalwerkzeug. So, jetzt gehen wir noch auf die Brücke. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, la 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 la. So. Flint. Oh, wie man sieht, es sind noch keine großen Verbesserungen. Das nächste Mal werden wir dann auch wieder hier stehen und dann werde ich nach Möglichkeit schon geschafft haben, einen großen Batzen der Erweiterung zu holen. Das werde ich dann als Offscreen machen, weil es sind eigentlich nur Rohstoff sammeln und dann investieren in Forschungsobjekte. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, falls sich das wer noch anschaut. Aber es ist ja kleine Gemeinde, die sich das anschaut. Ups, das war die Maus. Ja, nee, kommentiert, gebt Daumen, seht euch an und dann bis die Tage. See ya!